Wir sehen hinter mir einen Citaro Hybridbus in einer seriellen Ausführung. Das ganz Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass er rein elektrisch 5-6 Kilometer mit der Batterie, rein aus der Batterie fährt. Währenddessen kann man den Dieselmotor abschalten und erzeugt keine Emissionen und ist verdammt leise, was natürlich sehr angenehm ist, gerade in den städtischen Bereichen. Das Fahrzeug hat in dem Sinne keinen richtigen Antriebsmotor mehr, beziehungsweise diese Antriebsmotoren sind elektrisch, sitzen direkt in den Rädern, in den Radnaben und treiben so das Fahrzeug fort. Und das ist das sehr Besondere an diesem Fahrzeug. Diese elektrischen Motoren erlauben uns, die heute verlustreiche Bremsenergie wieder zu verwenden. Also wir bremsen elektrisch und dieser Strom wird zwischengespeichert in einer großen Lithium-Ionen-Batterie. Und je häufiger sie bremsen, desto mehr elektrische Energie produzieren wir. Also sozusagen haben wir ein elektrisches Bremskraftwerk mit an Bord und können mit dem Fahrzeug hier so fahren. Für elektrische oder für Innenstadtbereiche, was heute Trolleybusse, Straßenbahnen oder so schon elektrisch machen, können wir eben mit diesem Fahrzeug auch fahren. Und das ist sicherlich eine sehr schöne Alternative für die Zukunft. Wir werden dann ab wahrscheinlich August, September, Oktober 2011 das Fahrzeug in Serie haben und planen so rund 200-300 Fahrzeuge pro Jahr in Europa verkaufen zu können. Und Freiburg steht auch ganz oben auf Ihrer Liste? Freiburg ist eine Naturschönheit an sich aus meiner Sicht gehört es dazu, dass wir hier diese Stadt von Abgasen befreien in der Innenstadt und ich bin sicher, dass früher oder später so ein Fahrzeug auch in Freiburg fahren wird.